Torhüter. Courtois, Donnarumma, Ederson, Meunier, Martinez, Mondi, Oblak. Manuel Neuer wurde abgestoßen. Was soll die Scheiße? Also, bei mir gibt es eigentlich nicht viele Kandidaten. Also, meine Freunde, ich würde als erstes Oblak und Martinez ausschließen. Martinez, weil? Mit folgender Begründung. Der ist nicht so crazy irgendwie. Und Martinez spielt halt bei Aston Villa. Als nächste Person würde ich Donnarumma ausschließen. Und dann, Courtois ist halt krass. Meunier spielt eine verdammt geile Saison. Sie waren bei Courtois, Meunier und Mondi. Erklärung? Ja, und ab dort wird es schwierig. Schwierig wird's dann. Ich finde nicht Courtois. Finde ich auch. Courtois ist halt krass. Das ist ja gut. Und weißt genau du... deswegen... Ja. Ja. Ja, ja. Was? Weißt du, warum ich nicht Meunier nehmen würde? Weil? Er so beschissen gespielt hat bei mir. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Also Meunier spielt in echt ein oder... Ja, ja, eben, genau. In echt ist halt, echt gut. Und Mondi ist halt ein cooler Ficker. Ja, Mondi, also ich würde es ihm schon mega gönnen. Mondi wäre schon cool. Das ist also... Ja, war cool, aber trotzdem würde ich mit Meunier gehen. Oder machen wir es so, du machst einmal mit Meunier und ich einmal mit Mondi. Was? Deal, gut. Mondi gut, ist also drin. Bei den Verteidigern. Da gibt's viele. Da ist eine große, breite Auswahl. Und nicht Günther. Rein, nicht und Günther. Ich werde rein aus guten und coolen Gründen gleich den allerersten da reinstellen. Weil mit der Begründung, er spielt bei Real die beste Rolle seines Lebens und spielt fast so gut wie in der Prime bei Bayern. Also Alaba ist einer der besten Innenverteidiger zurzeit auf der Welt, meiner Meinung nach. Okay. Ja. 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 Ich bin mir bei 2-3 Leuten schon fast sicher, dass ich sie reinmachen werde. Das ist einmal Marquinhos. Genau. Marquinhos muss da rein. Also, ja. Da führt kein Marquinhos vorbei. Ja, true. Der muss da einfach rein. Das zweite elementare Stück dieses Team of the Years muss João Cancelo sein. Okay, ja. Weil, cool. Also so einen guten Außenverteidiger hat man lange in der Geschichte nicht mehr gesehen. Gut, das ist deine Meinung. Okay, okay, jetzt bin ich gespannt. Und ich find's zwar ein bisschen dumm, aber ich werd mich wahrscheinlich für die linke Position für Hernandez entscheiden. Wollte ich auch. Weil das ist einfach ein cooler Typ. Also der ist auch sehr stark. Und ich glaube, bei der Rechtsverteidigerposition wird es ein knappes Rennen. Da gibt's eigentlich zwei Möglichkeiten. Ganz genau. Hakimi oder Trent. Ganz genau. Und ich gehe mit Trent. Und ich werde mich im Endeffekt für den Perfect Link entscheiden. Ich gehe mit Hakimi. Okay. Ich habe hier noch eine Innenverteidigerposition offen. Mhm. Da muss ich sagen, Hummels raus. Gut. Ja, nee. Kunde. Was? Nein. Simon Kjær aus Dänemark ist zwar ein sehr, sehr sympathischer Typ, jedoch nein, genauso wie Romero oder Skriniar. Ich finde... Ruben Dias wird fast zu overhyped. Ich wusste, dass das kommt. Weil Ruben Dias... Den will doch einfach jeder nehmen. Und das fuckt mich einfach. Ist so. Und deswegen wirst du mit Chiellini gehen. Deswegen habe ich die Auswahl zwischen Chiellini, Rüdiger... Und eigentlich trotzdem immer noch Ruben Dias. Aber ich will Ruben Dias nicht nehmen. Genau deswegen nimmst du. Und ich nehme Rüdiger, weil... Ja. Und ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Weil er einen Tweet geschrieben hat. Da wo er EA markiert hat mit...
Was für nur 75 Tempo. Ja. Wie fast muss ich denn rennen? Deswegen muss der rein. Aber er spielt auch, das muss man sagen, eine geile Saison. Ja, das ist komplett so. Wenn nicht sogar die beste jemals, die er gespielt hat. Scheiße, hier sind ganz viele Menschen. Ja, und ganz viele, die es nicht verdient haben. Können wir kurz aussortieren? Fangen wir von vorne an. Aussortieren werde ich, wenn in den ersten 5 Leuten Jude Bellingham. Okay. Ja. Bruno Fernandes. Ja, voll. Casemiro. Ja, verstehe ich auch komplett. Ja, Dani Olmo, sorry, aber nee. Bei den nächsten 5 Leuten. Okay, ja. Sag weiter. Werden erstaunlicherweise, aber doch irgendwie komisch, De Bruyne aussortiert. Finde ich gut, weil der hat nicht so gut gespielt, dass es da rein verdient hat. Der Mister, komische Typ von Porto. Ja. Dias, ich weiß seinen Vornamen nicht. Weiß nicht, ob er überhaupt einen hat. Also in FIFA genau. Jetzt meine ich. Dann den overratedsten Player in FIFA gefühlt. Fabinho. Ja, sympathisch, aber mehr auch nicht. Und Fekir und Foden würde ich noch eine Chance lassen. Ja, ich würde, also Fekir würde ich natürlich übelst feiern. Aber. Ich weiß. Und Foden finde ich, da ist er noch zu. Also er spielt zwar gut, aber er spielt noch nicht so, dass er. Also kommt er wirklich in die 3 besten Mittelfeldspieler? Da. Ja. Schwierig. Schwierig. Ja. Die nächsten 5 sind halt krass. Mhm. Muss man so sagen. Trotzdem würde ich Goretzka rausnehmen, weil der hat dieses Jahr nicht so überperformt. Also. Ich muss mit N'Golo Kanté gehen. Der bekommt einen Fixplatz bei mir. Wer nicht? Also, Kanté muss einfach auch einfach für FIFA drin sein. Der muss einfach rein. Mhm. Also, Kanté ist die lebende Legende. Was sagst du zu Jorginho? Der ist ja sehr umstritten. Der ist cool, aber gleiches Problem wie bei Donnarumma. EM fantastisch gespielt, auch bei Chelsea ganz okay, aber ich würde trotzdem auf seiner Position Jüngeren oder Kovacic spielen lassen. Ja, was ich dazu noch sagen kann, ich habe ein Video gesehen, wie Jorginho gespielt hat bei Chelsea und da muss ich echt sagen, also seine Reaktionsgeschwindigkeit gleicht einer gelähmten Schnecke. Oh. Und zweitens, er ist zwar Dritter bei der Ballon d'Or-Auswertung, darf man nicht vergessen, Ballon d'Or ist immer wichtig, aber so, also außer die 2 Megatitel hat er halt nicht wirklich, also der hat sogar einen Elfmeter noch verschossen in der EM und ja, nicht so übertrieben. Weiter geht's. Kimmich. Als nächstes hätten wir ja natürlich Joshua Kimmich. Der umstrittenste Mittelfeldspieler der ganzen Impfsaison. Ja, genau. Können wir den als Rechtsverteidiger spielen? Back to the roots. Ah, jo. Nee. Schade. Okay. Aber Kimmich ist cool. Also, der kriegt doch eine Chance bei mir. Bei mir ist er auch noch drin. Aber noch nicht im Team drin. Ja. Kostic, meiner Meinung nach, passt nicht ins Mittelfeld. Ja, ist das aber. Ist ein klassischer Linker. Zweitmeist. Warte, nein, ich musste den Satz anders formulieren. Der Spieler, der am zweitmeisten Vorlagen in ganz Europa gespielt hat. Also, das ist ein unglaublicher Wert. Aber ob es fürs Team of the Year, für Frankfurt, ja, ist schwierig. Serbien, Frankfurt, der wird wahrscheinlich nicht reingewotet. Next Locatelli, 5. EM-Klasse, Juve, okay. Ist noch nicht so gut. Ist, noch nicht. Genau. Ja. Lucas Paqueta, den Spieler, den ich am meisten in FIFA bis jetzt gezogen habe. Und deswegen ist er raus. Ja, aber spielt nicht schlecht. Ist echt ein guter Spieler. Marcos Llorente hat eine fantastische Saison hier bei Atletico. Ja. Seine FIFA-Karte ist auch sehr strong. Ja. Ich fühle, wenn der ins Team of the Year kommt. Aber ich werde ihn nicht nehmen.
Nein, ich auch nicht. Vor allem ist er mir irgendwie unsympathisch. Aber ja, ist verständlich. Also Luka Modric ist eine Klasse für sich im Mittelfeld und deswegen ist er noch nicht raus. Okay. Ja, ich muss sagen, also, ob es wirklich für die drei Besten reicht. Also, zehn Besten, ja, sicher, Definitiv. aber drei Besten, ja, ist schwierig. Das wäre Mason ein sehr Mount. rechter Stürmer, meiner Meinung nach. Ja. Aber kann man auslegen, wie man will, Ja. aber passt nicht ins Mittelfeld und er ist halt noch ein bisschen Nein. zu schwach. Ja. Kann ich appreciaten. Ja, wer ist als nächstes? Genau, Pedri. Müller. Nee, Pedri ist als nächstes. Okay. Ich weiß, worauf das hinausläuft, aber ja, ist gut, ist gut. Pedri würde ich's übelst gönnen. Also Pedri würde ich es auch gönnen, aber wenn die da. Ja, gut. EM geil gespielt, aber bei Barca spielt er irgendwie nicht so regelmäßig, habe ich das Gefühl. Der wird sicher mega gut werden in den nächsten Jahren, aber ob es jetzt schon sein muss, bin ich mir nicht sicher. Ja, Declan Rice. Ja. Kann man nehmen, ich werde es nicht Ja, tun. und West Ham. Ja, gut, West Ham hat zwar eine gute Saison, aber Team of the Year reicht's einfach nicht. Heung-Min Son? Tja. Muss von mir aus gesehen rein. Er passt zwar nicht auf diese Position, Ja, genau. aber stell dir vor, du kannst Heung-Min Son Als ZDM, ZM, ZA. ZOM oder Stürmer spielen. Ja, wäre schon strong. Er hat also wirklich eine Mega-Saison und ein Mega-Jahr hinter sich. Er wurde zwar, also irgendwie, keine Ahnung, für Korea ist halt, ja, da kannst du nicht viel reißen. Aber er spielt mega gut. Deswegen ist für mich die Entscheidung gefallen, er kommt bei mir ins linke ZM. Cool. Nächste Person hätten wir hier den allzeit verdächtigen und immer wieder schlecht FIFA-Karten tunten Marco Verratti. Ja. Reicht nicht. Hat schlechter als Locatelli und Barella gespielt bei der EM. Ganz genau. Florian. Florian, ein genialer Typ, sehr jung, talentiert, aber er reicht noch nichts. Nächstes Jahr, wenn er so weitermacht, von mir aus gerne. Ist für mich auch so ein zweiter Havertz. Genau, So ein ja, bisschen, genau. ja. Der fehlt übrigens bei Das der habe ich genau in diesem Moment auch gedacht. Gut, wen haben wir denn noch nicht ausgeschlossen? Du hast am Anfang Ich werde gesagt, mich ja. für den zweiten ZM für einen Italiener entscheiden. Und zwar Nicolò Barella. Gute Also ein Entscheidung. genialer Typ. Also muss ich schon sagen. Und ich sehe es bei dir irgendwie kommen, dass da der Thomas noch kommt. Also ich will es jetzt nicht verschreien, aber irgendwie. Und ich muss sagen, ich bin ja nicht riesen Thomas Müller Fan oder so, aber ich finde ihn auch sympathisch, spielt eigentlich immer gut, steht immer am richtigen Ort. Und ich struggle gerade noch zwischen Müller oder einfach aus Eigeninteresse Fekir. Aber eigentlich muss ich, weil Fekir Real Betis, ich muss Thomas Müller auch vor Kimmich, weil Kimmich, ja, der ist halt auch da, Wie viel aber spielte? der hat jetzt nicht so gut gespielt. Muss ich einfach sagen. Deswegen, Thomas Müller kommt ins Team of the Und zwar werde ich mich im linken ZM für den lieben Year. Südkoreaner Heung-Min Son entscheiden. Okay. Ja. War das jetzt spontan, oder? Ne, war schon geplant. Okay. Jetzt wird's schwierig. Also jetzt wird's wirklich schwierig. Wieder aussortieren. Diesmal würde ich von hinten anfangen. Vlahovic. Vlahovic, tut mir leid, Noch nein. nicht. Noch nicht. Also Florenz hatte letzte Saison mehr mit dem Abstieg zu tun als. Also Vlahovic war Als, zwar die ja. Rettung, aber ja. Mehr halt auch nicht. Tadic Tadic. regt mich einfach nur noch auf. Also er spielt einfach geil. Er hat die meisten Vorlagen. Oder in ganz Europa, wenn mich nicht alles Das täuscht. könnte gut sein. Könnte aber auch daran liegen, dass Ajax fast jedes Spiel 5-0 gewinnt. Und das auch in der Champions League. Ja,
Und generell Ajax spielt halt auch eine klasse Saison. Ich will ihn nicht. Nein, das kannst du auch nicht tun. Das kannst, weil da würde ich jetzt Sebastian Haller für bevorzugen. Der fehlt, meiner Meinung nach. Ja. Ja, definitiv. So, Suarez alt spielt irgendwie auch noch irgendwie in der spanischen Liga, aber so geil hat er. Letzte Saison war er noch gut, aber diese Saison hadert es ein bisschen. Also Mohamed Salah, ich sag's gleich, das ist mein erster Pick für das Team of the Year. Im Recht Wing. Bei mir gehört er zu den Favoriten. Ich will dazu noch nichts äußern. Dimitri Payet. Ja, keine Ahnung, zu dem kann ich nicht. Olympique sagen. Marseille. Also er hatte sehr, sehr viele Aktionen mit gegnerischen Fans. Das hat man eigentlich am meisten mitbekommen. Sonst nicht fürs Team of the Year geeignet. Euer Sabal? Als nächstes, euer Sabal. Also ich weiß nicht, wie der hier reingelandet ist. aber okay, soll er hier sein? Soll ihn irgendwer nehmen? Aber ich nicht. Das ist, glaube ich, immer noch, ist doch noch 23 oder 24. Das ist immer noch sehr, sehr jung. Ja, es wird schwierig. Es wird sehr schwierig. Also die nächsten drei sind sehr strittig und ich werde sie alle drei noch in der Wertung lassen, bis auf einen gewissen Herrn Lionel Messi. Den stellst du? Gar nicht. Okay. Meiner Meinung nach hat er einfach nicht so eine geile Saison gespielt, um auf den rechten Flügel Mohamed Salah zu überbieten. Verstehe ich. Ja. Dazu werde ich am Ende noch was sagen. Wir gehen schon mal weiter. Ich muss sagen, Mbappé gehört für mich fast rein, weil er einfach auf dem Cover von FIFA ist. Deswegen denke ich, dass er reinkommt, egal was passiert. Bleibt bei mir noch in der Wertung drin. Lautaro? Lautaro hat eine lange Zeit ohne Tor gehabt und ist halt Stürmer. Deswegen nein. Lukaku, ein genialer Mann. Vorne ganz selbstbewusst und stark. Bei Inter, die brutalste Maschine, bei Chelsea, selten gesehen und hat aber trotzdem seine Tore dazu beigetragen. Und ungern also gesehen. Umstritten. Ja, weil da sind ja noch Vorfälle passiert. Ich finde, der gehört da nicht ganz rein. Also ich hätte, wenn er bei Inter weitergespielt hätte, dann wäre es komplett ein Kandidat gewesen, aber nee. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Kandidaten, der den Ballon d'Or. Genialen Spieler, dem nichts gegönnt wird irgendwie. Robert Lewandowski, einer der besten Torschützen der Welt, meiner Meinung nach. Mhm. Also, ist noch drin, aber wird spannend. Lewandowski kommt bei mir rein, weil, ich muss es so sagen. Also eigentlich, ich muss so sagen, vor ein paar Jahren, weil ich war eigentlich nicht so Lewandowski-Fan. Ich bin es eigentlich immer noch nicht. Aber was der seit Jahren, man hat vor 3 Jahren gesagt, ja, wie lange kann er dieses Top-Niveau noch halten? Er macht jedes Jahr einen neuen Rekord und das muss belohnt werden mit einem Team of the Year. Mindestens 97er Karte, wenn nicht 98. Der hätte den Ballon d'Or gewinnen müssen. Harry Kane? Nein. Direkt überspringen? Nein. Insigne, Immobile, geil, aber sonst in der Liga nicht so genial, wie sie mal waren. Insigne besser als Immobile, aber beide nicht gut weiß. Genug. Ehrlich, Brot, Haaland, meine Damen und fucking Herren. Ah, jetzt kommt's. Also, ich werde ihn nicht ausschließen, aber okay. Ich stelle ihn noch nicht fix rein. Ist gut. Jack Grealish, meiner Meinung nach der überteuerste Mensch des Lebens. Ja, Man City hat das Geld, sollen sie machen, aber ist irgendwie nicht so geil. Der darf da eigentlich auch. Was hat denn der Gutes getan? Also da war ja Sterling noch besser. Ja, okay. Gerard Moreno, eine sympathische und geile Person, aber es reicht halt in dieser Stürmer. Karriere eher nicht in dieser Stimme, weil so große und breite Konkurrenz ist. Vielleicht, wenn er nochmal zu einem Top-Club wechselt, aber bei Villarreal wird das nichts. Eher nichts, ja. Jonathan David. Ja, geile Karte, geiler Spieler, aber nicht fürs Team of the Year. Ja, ganz genau. Also vor allem nicht mit Lil. Cristiano Ronaldo. Meine Meinung? Ein cooler Spieler. Okay. Aber dieses Jahr
reicht's, glaube ich, nicht fürs Team of the Year. Bei mir jetzt zumindest nicht. Ich würde sagen, es wird ja den 12. Mann geben. Und bei mir ist das Problem, ich habe 3 Kandidaten, wo ich nicht weiß, ob ich sie als 12. Mann oder ins Team oder komplett rausmache. Und da Cristiano Ronaldo. Ich finde dieses Jahr, er hat eigentlich auch gut gespielt bei Manchester United. Und Torschützenkönig bei der EM und bei Juve. Darf man nicht unterschätzen. Stimmt. Deswegen, ich lasse ihn noch drin. Wir schauen aber mal weiter. Federico. Dieser geiler Mann, cooler Typ. Perfekt bei der EM aufgeblüht. Bei Juve jetzt auch gut gespielt, aber bei dieser Konkurrenz einfach... noch nicht gut genug. Ja. Karim Benzema. Da bei mir unten, da fehlt ein Stück der Karte. Ja, ist ja geil. Also meiner Meinung nach eindeutig der beste Einzelperformer dieser Saison und er hat's verdient. Und der kommt meiner Meinung nach einfach ins Team of the Year. Und da kommen wir eben schon zu meinem zweiten Kandidaten, den ich nicht weiß, wo ich ihn hinsetzen soll. Sehr gut. Also, wir faziten da nochmal. Du hast bis jetzt, hast jetzt Benzema auf die Stürmerposition gemacht. Ganz genau. Und Salah rechts. Ich habe bis jetzt Lewandowski auf der Stürmerposition. Ja. Und ich habe ein sehr emotional schmerzhaftes Fußballherz. Deswegen kann ich nicht zulassen, dass Lionel Andres Messi und Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiros nicht im Team of the Year sind. Deswegen muss... Nicht, weil ich ihn gut genug fand diese Saison, sondern weil er den Ballon d'Or gewonnen hat, muss Messi leider rein und verdrängt Salah von dieser Position. Und jetzt habe ich ein Riesenproblem, denn ich habe 2 Positionen offen und auf diesen 2 Positionen müssen Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo rein. Und ich muss jetzt sagen, weil ich Lewandowski im Sturm habe... Sonst hätte ich Benzema genommen, weil Cristiano war einfach so vom ganzen Feeling war einzeln nicht so stark wie Benzema. Da ich aber Lewandowski habe, sage ich entweder Mbappé oder Salah müssen einfach drin sein. Und ich muss einfach Cristiano Ronaldo als 12. Mann aufbieten. Und ich bin mir jetzt sehr, sehr unsicher, was ich jetzt tue. Auf der linken Flügelposition, weil da Benzema leider nicht hingehört. Ein Rennen aus Mbappé und Salah. Mbappé passt besser dahin. Und deswegen nehme ich Kylian Mbappé. Und es tut mir extrem leid für Mohamed Salah. Aber ich muss sagen, Mohamed Salah hat es immer verdient, in jeder Special Card dabei zu sein. Und deswegen, er kann auch dann im Team of the Season wiederkommen. Er hat auch, also eigentlich ist er erst seit dieser Saison wieder richtig gut. Und Mbappé, ich hab seine Videos gesehen, seine Highlights, das ist unglaublich, wie der spielt. Und deswegen muss ich sagen, das ist mein endgültiges Team of the Year. Ich hab Robert Lewandowski, Kylian Mbappé oder den lieben und coolen Neymar Jr. Neymar hätte ich ins Mittelfeld getan, wenn das ging. Laut von den coolsten Menschen und von dem, der es eigentlich am meisten verdient hat, muss somit Robert Lewandowski rein. Finde ich gut. Und das ist es. Ich hab's abgegeben. Okay, 12. Mann bei dir. Ich werde, weil ich lustig bin und's cool finde, mit dem lieben Erling... Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt diese Saison viel zu viele gute Spieler. Jetzt habe ich einem Kollegen versprochen, dass ich mit dem Apex spiele und deswegen schauen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Stimme ist abgegeben. Es tut mir leid, dass ich Messi reinmachen musste. Aber er hat halt den Ballon d'Or gewonnen. Was soll ich denn tun? Das ist einfach realistisch. Schade. Deswegen gebe ich die letzten Schlussworte für meinen Beitrag dieses Video ab. Folgt mir auf Insta. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen so übertriebener Podcast-Stimmung. Einfach nicht so ASMR-mäßig, sondern wirklich Meinung gesagt. Gut emotional gekämpft. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal.